Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der aktuellen Pink Box und zwar aus dem Monat Juni. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in diese Box hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, jeden Monat erscheint die Pinkbox, kostet ab 13,45 Euro im Abo und ja, wir haben hier 5 Beauty-Produkte drin enthalten und ein extra Produkt ist hier meistens auch noch mit dabei, weil es gab mal tatsächlich, so viel zur Historie, es gab mal hier tatsächlich eine Zeitschrift, die immer mit dazu geliefert worden ist und dann hat die Pinkbox sich irgendwann gegen die Zeitschrift entschieden und dafür dann ein extra Produkt mit aufgenommen, ne? Genau. So sieht das Ganze aus und ich bin sehr gespannt, was hier jetzt drin sein wird. Ich bekomme die in einer Kooperation zugeschickt. Vielen, vielen Dank an das liebe Pinkbox-Team. Im Prinzip wohnt die Meta-Crew, also quasi die Firma, die diese Boxen verschickt, ne, bei mir um die Ecke. Das ist echt so, weiß ich nicht, eine Viertelstunde, 20 Minuten entfernt. Das ist echt krass. Und ja, genau. Und weil es eine Kooperation ist, verlose ich in diesem Video was, keine Pinkbox, aber eine selbst zusammengestellte Beautybox. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Jetzt schauen wir hier mal rein, was sich in der Box verbirgt. Die ist, ne, irgendwie im Laufe der Zeit etwas gewachsen. Die war mal irgendwann kleiner, jetzt ist sie etwas größer geworden. Hier haben wir einen Deckel, wo nichts drin steht. Und ja, hier haben wir dann einmal den Blick in die Box. Normalerweise lächelt uns immer so ein kleines Heftchen an. Das ist jetzt hier nicht drin enthalten. Ich muss mal gucken, ob ich das jetzt hier drin irgendwo finde. Ich habe eben auf der Homepage nochmal geschaut, weil ich gucke immer nochmal nach, wie die Preise, ach Quatsch, wie die Preise so sind für das Abo. Und da habe ich halt gesehen, dass das Motto der Juni-Box Handbag Buddies sein soll. Also quasi, was in der Handtasche so drin ist, was in die Handtasche hineingehört. Und für mich gehört in die Handtasche, ja, tatsächlich, eine Maske, also so eine, ne, weil auch wenn ich eigentlich keine, oder wenn wir keine Masken mehr tragen müssten, wenn wir einkaufen gehen, ich bin schwanger und möchte halt dementsprechend ein bisschen mehr Schutzmaßnahmen noch treffen, das ist tatsächlich so, dann habe ich bei mir auch noch so ein Desinfektionsgel oder Desinfektionsspray drin, aber ich hoffe nicht, dass es hier drin ist, Slip-Einlagen habe ich immer mit dabei, eine Geldbörse, klar. Aber ich weiß nicht, also klar, einen Lippenpflegestift habe ich auch immer irgendwie mit drin, ne? Handcreme habe ich eigentlich auch immer mit dabei. Also ich bin gespannt, was wir jetzt hier in diesem Motto-Gedönsen drin haben werden. Ich mache den Klebi einmal auf. Okay, die ist gar nicht so prall gefüllt, aber Kylie Skin sehe ich hier schon mal. Das ist ziemlich cool, habe ich nämlich noch gar nicht ausprobiert. Das erste, was mich anspringt, ist aber hier tatsächlich von 4711. Remix Cologne Refreshing Tissues. Also das sind so, ja, drei verschiedene Sorten von, also 10 Stück sind hier drin. Also, ja, Handsaubermach-Tücher. Ich habe sowas wirklich in meiner Handtasche drin. Deswegen passt es auch zum Motto. Aber, ja, wenn ich eine Beautybox auspacke, dann möchte ich irgendwie lieber irgendwas Neues, Cooles entdecken. Wisst ihr, was ich meine? Etwas, worüber ich mich so mega freue, was halt so aufregend ist und spektakulär. Und ich möchte auf eine Reise genommen werden und das machen halt solche Tücher nicht unbedingt. Bin ich jetzt nicht wirklich happy drüber, muss ich sagen. Ne? Erfrischungstücher, die kannst du halt nehmen, wenn du so unterwegs, keine Ahnung, du hast hier einen Döner zwischendurch mal gegessen und willst, dass deine Hände mal irgendwie so ein bisschen erfrischt werden oder ein bisschen nice, sie riechen, dann machst du dir, nimmst du halt so ein Tuch daraus und dann, ne, verwendest du das. Das ist halt so alles einzeln eingepackt. Genau. Kennt man eigentlich auch, ne? So wie Brillenputztücher. Sowas habe ich tatsächlich auch immer bei mir in der Handtasche drin. Ja. Nee, nicht in der Beautybox. Dann habe ich hier von Kylie Skin eine Augencreme drin. Das finde ich schön. 17 Milliliter sind das und ja, Kylie Jenner ist ja so eine aus dem Kylie-Clan? Nein, wie heißt das? Oh, ihr wisst, was ich meine. Ne? Da kommt es auf jeden Fall her. Und Kylie Cosmetics kennen wir, gibt es bei Douglas, können wir dort kaufen und ich schaue auch mal, ob ich euch die Produkte dann in die Infobox rein verlinkt bekomme, denn ich weiß, also auch die 4711 Tücher kriegt ihr bei Douglas. Ja, dann hat man hier noch eine Augencreme. Ja, kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Ne? Das ist einfach zur Konturverschärfung, Konturverschönerung der Augen. Soll dann wahrscheinlich ein bisschen erfrischen, aufpolstern oder sonst irgendwas. Und das ist halt auch nicht günstig, ne? Ich meine, damals hatte das Maxim auf jeden Fall mal ausgetestet, diese Kylie Skin Produkte. Ich kann mich an die Augencreme nicht mehr so gut erinnern, was er dazu gesagt hatte.
Ja. Ansonsten ist es halt eine Augencreme. 17 Milliliter ist auch eine moderate Größe, würde ich mal so sagen, für eine Augencreme, weil du brauchst nicht viel Augencreme, ne? Ja. Aber ich, also das ist für mich ein cooles Produkt. Ich feiere das. Ich finde das cool. Dann habe ich hier noch ein Pröbchen mit dabei. Und zwar ist das ein Face Moisturizer mit 2 Millilitern. Ich glaube, das wird jetzt preistechnisch nicht unbedingt aufgeführt sein. Ist halt eine Gesichtscreme, ne? Die halt Feuchtigkeit spenden soll und die Haut erfrischen soll und so ein Kram. Ist halt ein Pröbchen. Ist okay, ist halt mit dabei. Gehe ich jetzt nicht tiefer drauf ein. Dann habe ich hier was. Das kommt in meinen Full Face Beauty Boxen. Das finde ich cool von Pixi. Das Make-up Fixing Mist mit Rosenwasser und grünem Tee. 30 Milliliter sind hier drin. Ich würde jetzt mal behaupten, dass das hier keine Originalgröße ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass man das auch so bei, keine Ahnung, Sephora oder so kaufen kann. Ne? Und finde das aber cool. Also das finde ich wirklich gut. Ne? Dass dann quasi das Make-up miteinander verschmilzt, Wasser von der Rose, also Rosenwasser finde ich klasse, mag ich gerne. Grüner Tee ist ja auch so ein bisschen hautberuhigend, ne? Und deswegen kann ich mir das ganz gut vorstellen. Das kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass es schön funktioniert. Ich glaube auch nicht, dass ich das schon da habe. Muss ich nochmal bei mir in der Sammlung schauen, ansonsten, ne? Ja, aber das finde ich cool. Und es ist ein Sprüher. Also, das ist jetzt ein cooles Produkt. Darüber freue ich mich jetzt. Auch wenn das noch nicht ganz so wirkt, aber ne? Drittes Produkt ist schon mal ein gutes Produkt. So, weiter geht die Bildereise. Hier haben wir ein großes pinkes Tübchen. Schöne Hände Handcreme. Guck, das passt dann jetzt natürlich zum Thema von Be Routine. 50% weniger Plastik, intensive Pflege für ein seidig weiches Hautgefühl mit Aloe Vera und Urea. Für jeden Hauttypen. Hier haben wir 75 Milliliter drin. Das passt auf jeden Fall. Das kann ich nicht anders sagen. Also wir haben hier Shea, Avocado und Soja mit drin. Panthenol, Urea und Aloe Vera. Also das ist auf jeden Fall sehr pflegend. Also hört sich auf jeden Fall sehr pflegend an. Und deswegen finde ich das klasse. So eine Handcreme ist nie weg. Ne? Ich rieche mal eben dran, ob ich irgendwas... Nö, da riecht man jetzt soweit nichts raus. Das muss man halt einfach in Anwendung mal schauen, wie das die Hände so pflegt. Und ich finde Handpflege auch sehr, sehr wichtig. Ich finde einfach, Hände sagen viel über einen Menschen aus. Klar, meine Hände sagen aktuell aus, puh, Claudinchen ist ganz schön viel am Renovieren und im Garten und am Machen und Tun und am Putzen und so. Deswegen bin ich immer froh, wenn Nagellack sich bei mir vielleicht 2-3 Tage hält und danach splittert er ab. Ich habe das jetzt gestern drauf gemacht, ne? Ansonsten habe ich sehr trockene Hände aktuell, sehr, sehr pflege- und liebebedürftige Hände. Also die jucken jetzt halt auch schon wieder, ne? Also die brauchen wieder Liebe. Und ja, das merke ich auf jeden Fall und dementsprechend für mich persönlich cooles Produkt, passendes Produkt. Ich weiß zwar nicht, was eine Augencreme, ehrlich gesagt, in einer Handtasche sucht. In meiner ist sie nicht drin, aber gut. Ihr könnt mir gerne schreiben, falls in eurer Handtasche eine Augencreme drin ist. Dann habe ich hier noch etwas drin. Das habe ich hier. Ich glaube, ja, das dürfte dann auch das letzte Produkt sein. Ich habe kein Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Tatsächlich hier mit bei. Naja, muss ich die Preise einfach mal so raussuchen. Ach so. Ja, auch sowas gehört in eine Handtasche rein. Ne? Ist von Six. Six ist ja so eine Modeschmuckmarke. Habe ich schon einiges von. Das hier ist jetzt für die Haare. Und das erinnert mich irgendwie an so Plissé-Faltenröcke aus den 60ern oder 50ern, irgendwie witzig, oder 20er Jahren, oh Gott, ich komme mit sowas immer ein bisschen durcheinander. Auf jeden Fall ist das halt ein, ja, Scrunchie quasi, ne? Wobei ich das schon wieder hübsch finde. Es ist jetzt nicht so in so einem komischen Leo-Optik-Gedönsen, aber witzig. Ich glaube, als ich ein junges Mädchen, also wirklich junges Mädchen, so ein abgebrochener Zwerg war, ne? Hat meine Mama sowas gehabt. Glaube ich wirklich. Also wirklich in diesem Design, ne? Ich finde es jetzt für mich gar nicht so verkehrt, weil ich mag dieses alte Rosa. Ich weiß nicht, ob es da jetzt irgendwie andere Farben oder so gegeben hätte, ne? Also ich werde es, glaube ich, schon verwenden, weil ich das irgendwie süß finde, ne? Ja. 1, 2, 3, 4, 5 Produkte. Ei, dann ist das hier quasi das Goodie, also so eine Probe. Das finde ich irgendwie jetzt blöd. Bin ich ehrlich, ne? Weil eigentlich hatten wir ja wirklich immer ein komplettes Produkt als Zusatzprodukt. Ja, aber nichts vergessen hier. Sehr merkwürdig. Also mich hat die Pinkbox jetzt nicht so super umgehauen. Andererseits muss ich halt auch sagen, man zahlt 13,45 dafür. Dementsprechend hast du hier jetzt nicht so ein, ne? Also sind halt keine 200 Euro hier drin, ist klar. Also die Produkte finde ich brauchbar. Passen nicht unbedingt zum Motto, aber ich finde sie okay. Hauen mich nicht so von den Socken.
Ja. Also ich fand die Box jetzt okay. Schreibt mir mal gerne, wie ihr die Box jetzt so im Juni fandet. Und ja, ich glaube, ich fand die, also die anderen Boxen fand ich irgendwie bislang besser. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich fehlt mir auch einfach ein großes Produkt, weil die Box sehr leicht war und so. Keine Ahnung. Ihr Lieben, schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare rein. Da können wir uns gerne mal austauschen. Und dann war es das auch hier mit mir und von mir, was mit diesem Video? Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Beauty- und Abo-Boxen. Hier unten findest du meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!